Die meisten von euch werden noch gar nicht verstanden haben, warum wir eigentlich hier stehen. Wenn ihr mal darüber guckt, dann seht ihr ein gelblich-grünes Haus. Das ist die Bundesgeschäftsstelle von Bündnis 90 Die Grünen oder wie ich sie gern liebevoll nenne, FDP mit Dosenpfand. Und wenn man schon davon spricht, dass die auch nichts anderes sind als die Liberalen, warum dann nicht gleich das Original anhören? Es gab schon mal eine Zwergpartei, die nur als Mehrheitsbeschaffer fungiert hat. Und es gibt Leute in der FDP, die wollen, dass sich das irgendwann mal ändert, dass tatsächlich liberale Werte bei den Liberalen Einzug halten. Ein Vertreter dieser Parteirichtung ist Mitja Schulz, den ich heute zum ersten Mal auf einer Hanfparade begrüßen darf. Deshalb mal einen dicken Applaus für einen Juli, der sich traut, zu euch zu sprechen. Wir sind natürlich jedes Jahr auf der Hanfparade dabei. Und ich fand ja auch cool, dass wir hier mit dem Fabian von den Linken unglaublich viele Gemeinsamkeiten haben. Natürlich sind wir auch für die Selbstbestimmung von Drogenkonsum, gerade was Cannabis angeht. Wir wollen aber auch, und das ist ein anderer Punkt, den Fabian nicht angesprochen hat, durch die Legalisierung von Cannabis werden Märkte getrennt. Das heißt, die Konsumenten, die erwachsenen Konsumenten können, müssen nicht mehr, wenn sie konsumieren wollen, zu einem Dealer gehen, der ihn vielleicht auch noch härtere Drogen andreht, vielleicht mit dieser erst. Nein! Man kann Cannabis ganz legal dann kaufen, das trennt die Märkte und das erhöht die Qualität. Ich denke, das wäre eine konsequente Drogenpolitik und das ist auch konsequent, dass die Liberalen dafür eintreten, Cannabis zu legalisieren. Und ich denke, wenn wir jetzt hier, es sind 6000 Leute, ich bin ganz davon überzeugt, Cannabiskonsum ist eine gesellschaftliche Realität und es wäre nur konsequent, wenn es auch dann entsprechend legalisiert wird. Dankeschön. Yeah!